Ja. So, es geht los. Wir wollen die letzten Sonnenstrahlen noch genießen. Wir haben jetzt 9 Uhr, sind unterwegs und wissen noch nicht wohin. Ja, genau. Also wir fahren jetzt mal Richtung Comer See, wollen wir. Also erstmal noch Richtung Bodensee runter, da vielleicht eine Zwischenübernachtung, dann Richtung über die Schweiz durchfahren und dann Comer See. Und dann vielleicht so eine Seerundtour machen. Und dann eventuell ja, über Österreich wieder zurück. Mal gucken, wo uns hinfährt. 2 Wochen haben wir Zeit. Ja, lasst uns überraschen. So, der erste Kaffee mit dem Wechselrichter. Wir haben ja jetzt einen Wechselrichter drin. Silvia macht den Test. Ja, läuft. Funktioniert. Ja. Bist du zufrieden? Ja. Cool. Und schmeckt's? Lecker. Wir sind jetzt von der Autobahn runtergefahren, fahren jetzt ein bisschen am Schwarzwald entlang. Ich suche jetzt die Schwarzwald-Hochstraße, wir kriegen es hin. So, am Schwarzwald ein bisschen lang, dass wir ein bisschen ja, was von der Gegend sehen. Und oh, es ist ein tolles Wetter. Wo sind wir jetzt im Moment? In der Nähe von Freudenstadt? Ja, Freudenstadt sind wir jetzt. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt, wie viel Grad haben wir dann? Wir haben 21 Grad noch draus, Sonne scheint, ist grün. Wir sollten mal fahren. Ja, ich zeige mal ein paar Bilder. Bis später nochmal. Ciao. So, machen eine kleine Rast hier. Silvia hat den Tisch schon gedeckt. So, es gibt Spaghetti mit Bolognese-Soße, die habe ich gestern schon vorgekocht. Lecker. Silvia ist mit dem Scooter weg, ein bisschen rumfahren und ich zeige euch mal den Camping für den Stellplatz. So, und für eine Zwischenübernachtung geht der. 10 Euro die Nacht. Das ist hier direkt am Chiemsee, direkt Titisee, nicht am Chiemsee, am Titisee. Ja. Entsorgungsstation gibt es hier auch. Die ist hier vorne. Also, wenn man das sehen kann, könnt ihr mal hingehen. So, hier ist die Entsorgungsstation. Ist alles da, was man braucht. Für Toilette, Frischwasser, Grauwasser, Schwarzwasser. Alles, was ihr habt. Und jetzt sind wir noch Besuch gekommen. Also sind noch mehr dazu gekommen. Mehr Wohnmobile und so sieht das Ganze aus. Und es ist ziemlich schlimm. So, guten Morgen. Guten Morgen. So, wir frühstücken erst. So, es ist Samstagmorgen. Jo, wir sind hier jetzt auf dem Stellplatz, habe ich ja gestern schon gesagt, so am Stellplatz hier am Titisee. Oh, die Krümel. Ah, frische Croissants. Aus dem Omnia. Ja. Jo, gestern war schön, Highlight. Also mein Highlight war die Fahrt. Jetzt hier die Schwarzwaldstraße da, das war richtig toll.
der Ort Forbach hat uns gut gefallen. Oh, und da war mein Highlight. Da haben wir an einem ganz tollen Rastplatz mitten im Grünen zu Mittag gegessen. Oh, toll. Ja, da haben wir ja die Bilder gemacht. So, und jetzt haben wir beschlossen, weil das Wetter morgen am Lago Maggiore, Gardasee, Comosee, ist Gewitter gemeldet. Danach wird es wieder besser. Und hier ist es aber heute noch schön. Jetzt machen wir Folgendes. Wir bleiben nicht hier, sondern wir fahren jetzt noch so. Das sind so 117 Kilometer von hier aus dem Bodensee. Da gehen wir aber auf den Campingplatz und den Bodensee mal ein bisschen erkunden. Wir fahren ja nur eineinhalb Stunden vielleicht dahin. Freuen wir uns. Wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir dann? Ich guck mal gerade auf die Uhr. Halb acht. Oh, nichts geht ohne ein Kellerbrötchen meins. Ei gut, dann tun wir mal allein Frühstücke. Oder wollt ihr mit frühstücken? Nee. Ja. So, Herr Bobby ist auch da. Frühstückt auch. Mousson schmeckt ihm am liebsten mit Honig. Ja, es geht los. Silvia ist schon vor. Oh, ich habe das jetzt rein zu machen. Silvia ist schon vor zum Zahlen, am Auschecken. 10 Euro kostet hier. Alles gut. Fahren wir mal los. So. Ja. Haben wir entsorgt noch. Was ist das? Handbremse. Ah, jetzt. So, geht los. Sonne scheint. Richtung Bodensee. Das ist ja schön mit Kaffee. Ich hab nur schon getrunken. Achso, okay. Jo, danke. Alles klar, danke schön, gell? So, wir sind jetzt gerade am Campingplatz Schloss Helmsdorf am Bodensee angekommen. Silvia war schon drin. Da draußen ist er. Also, wir haben jetzt einen Plan gekriegt, sind noch ein paar Plätze frei und wir können jetzt mit dem Video gehen. Hi, gehen wir mal gucken. Okay. Okay. Ja. Wir stehen hier, dann sind die drei Plätze und da oben die noch frei. Okay, dann gehen wir da mal hin. Ja. So, wir probieren unsere neue Stühle aus. Sind von Crespo. Ja. Ja, die haben wir extra. Was müssen wir aussehen? Wir haben die haben wir extra gekauft wegen Packmaß. Ja, passen ideal hin in den Van rein. Mehr bei der Roomtour. So, das ist der Hafen.
walking back home. Drawing in the breath and feel the cold wind right to the bone. Yeah. Perhaps it's good that I'm alone so you don't see my face. The way that I'm trying to hide my tears, I've got to carry on. I'm walking away now that the pretty picture's gone. So, wir sind jetzt hier durch. Wir haben die Pfahlbauten hier uns angeguckt. Also wir können es nur weiterempfehlen. Tolle Sache. War sehr interessant. Tolle Sache. Ja. So, so ein paar Bilder blende ich euch ein. Und jetzt geht's immer kaputt. Oder? Okay, ja. So. Hallo. So. Ja, das kommt bei Camper auch mal vor. Bushaltestelle zu spät aus oder zu früh ausgestiegen. Jetzt laufen wir Kilometer. Ja, das ist nicht mehr weit. Und das gibt es gleich Kaffee auf dem Campingplatz. So, wir sitzen jetzt Tag 3. Wir sitzen jetzt am Bodensee. Ganz tolle Stimmung. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Nicht viel Krach. Warum? Nur die Vögel. Die Enten. Entschuldigung, die Enten. Ja. Die Enten. Ja, Entschuldigung. Kann ich die Kamera rumdrehen? Nee. Probier's nochmal. Ich mache euch mal ein Bild von der anderen Seite.